Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute möchte ich mit euch über die Assignable Outputs sprechen, also die Zusatzoutputs am Keyboard. Sinn oder Unsinn, braucht man oder braucht man nicht? Kurzes Fazit, kommt drauf an. Über Kommentare freue ich mich und wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da und über ein Abo freue ich mich natürlich auch. Es gibt Keyboards, die haben zusätzliche Ausgänge, es gibt Keyboards, die haben nur einen Stereo-Ausgang, also links und rechts. Sind die notwendig oder sind die nicht? Das kommt, wie gerade schon gesagt, drauf an. Was kann man damit machen? Man kann im Normalfall sämtliche Sounds auf die zusätzlichen Ausgänge routen. Man kann auch einen Klick einfach darauf routen, wenn das Keyboard das hergibt, oder über Umwege, was man normalerweise nicht kann, die über den normalen Lautstärke-Regler regeln oder über den Fader-Poti, je nachdem, was man da hat. Jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten. Man kann, wie ich gerade schon gesagt habe, den Klick zum Beispiel darüber rausschicken. Das mache ich beim Chord Kronos so, weil der Klick von mir als Keyboarder kommt und schicke da ein Audiosignal an den Schlagzeuger, der dann ja nach dem Klick einfach spielt. Das würde zum Beispiel beim MODX, der nur ein paar Ausgänge hat, nicht gehen. Da müsste ich einen Umweg gehen über MIDI und über ClockSync und so weiter. Das ist natürlich ein bisschen komplizierter. Was man auch machen kann, ist, man kann unterschiedliche Sounds rausrouten. Also zum Beispiel immer die Orgel über 1 und 2 rausgeben. Wenn man kein externes Effektgerät benutzt, freut sich mancher Mischer drüber. Man kann dann auch ein Monosignal der Orgel rausgeben und in eine zusätzliche Lessie-Simulation reingehen und da dann Stereo weiter rausgehen, dass man das getrennt hat. Oder falls man sehr viel Piano spielt, das Piano da rausgeben, Bläser oder was auch immer. Theoretisch könnte man auch eine Percussion-Spur rausgeben oder die Backings separat rausgeben. Da hat man dann also viele, viele Möglichkeiten. Ich persönlich versuche das alles zu vermeiden. Ich versuche ein Stereosignal rauszugeben, was in der Lautstärke abgestimmt ist, und über den Assign eigentlich nur den Klick rauszugeben. Wenn wir mit unserem eigenen Mischer unterwegs sind und der das Material kennt, dann gebe ich auch schon mal Backings oder Percussion darüber. Das bespreche ich dann mit dem, je nachdem, was ihm lieber ist, dass er da ein bisschen Spielraum hat, weil das je nach PA auch ja unterschiedlich rauskommen kann oder ankommen kann. Was macht ihr denn so mit euren Assign-Outputs oder nutzt ihr die überhaupt? Im Normalfall würde ich jetzt einfach mal behaupten, dass 80% der Keyboarder ohne diese Zusatz-Outputs auskommen, weil ja die Verwendung schon aus meiner Sicht speziell ist. Also da muss man schon ein bisschen was machen, damit das wirklich Sinn ergibt. Nur um mehrere Signale rauszugeben, halte ich das für Quatsch, weil der Mischer muss sich halt auch darauf einstellen und es ist nicht immer ersichtlich, was wo rauskommt. Also das muss da vorher klipp und klar geklärt sein, weil man hat nichts davon, wenn man jetzt mal über den Hauptausgang Klavier rausgibt oder die Orgel und dann über den separaten Ausgang Klavier und oder Orgel rausgibt, dann muss der Mischer da ja auch ständig hin und her springen. Also ist auch nicht unbedingt sinnvoll. Und da wären wir dann quasi wieder beim Thema Submixing. Da habe ich ein anderes Video schon mal gemacht, das verlinke ich euch da oben in der Ecke. Könnt ihr gerne mal reinschauen, wenn ihr Lust habt. Ja, was macht ihr mit euren Zusatzoutputs? Braucht ihr die nicht? Wie gesagt, kommt immer drauf an. In der einen Band benötige ich sie, in der anderen Band benötige ich sie nicht. Wie seht ihr das?